Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Ja, wir sind hier weiterhin in unserem kleinen Reservoir und sind Stück für Stück am Erforschen, Erkunden. Wir haben jetzt erst unsere zwei T-Rex hier freigelassen, die jetzt einen Kampf begonnen haben. Ich will da zuschauen. Ego-Perspektive. Ganz ruhig, Jungs. Ich glaube, we have a Alpha. Wo willst du hin? Wir folgen ihm jetzt durch den Wald. Ich glaube, er hat gerade eine Ziege. Die ging aber schnell runter, mein Freund. Ich sag's mal so, zum Glück folgt er uns nicht, weil in dem Wald würde ich ihn vielleicht nicht so schnell sehen, wenn er weggeht. Bin ich gespannt, wie schnell wir die Sicht von ihm verlieren. Sichtbar? Sichtbar? Immer noch sichtbar? Ich würde gerne sagen, wir machen jetzt ein Spiel, wir suchen den anderen T-Rex. Aber ich weiß noch nicht mal, wo er sein könnte. Oh, da ist einer. Entschuldigen. Ich hätte gerne ein Foto von Ihnen. Das schaut schon böse aus. Hauptsache, ihr seid beide jetzt da. Habt ihr beide durch, oder was? Scheint so. Cool. Coolio. Krankheit ausgebrochen. Wo? Ist mein MCU schon unterwegs? Jawohl. Tollwut, ja, die können wir zum Glück gleich behandeln. Das sollte kein großes Problem sein. Er ist auf Statusprüfung. Aufgabe hinzufügen. Bitte überprüfen wir den Status hier und danach tun wir hier Futter nachfüllen. Das geht wieder nicht. Sofort einmal verteilen. So, Tollwut ist bekämpft. Super. Wir haben jetzt aktuell nur das Problem, dass wir den... immer noch uns Forschung fehlt für den anderen. Wir haben jetzt zwar mittlerweile ganz gut Geld. Wir sind bei fast 5 Millionen. Also die Probleme von vorhin haben wir jetzt nicht mehr. Da ist noch ein Tyrannosaurus, da ist ein Stego. Jetzt muss ich nochmal den Namen anschauen, weil sonst merke ich mir den nicht. Terizino. Da ist noch zum Beispiel was. Ich kann sogar drei durchschicken. Nice, das dauert dann noch kürzer. Die anderen zwei, die da sind, die schicke ich jetzt mal kurz auf Urlaub. Ja, wir brauchen nicht mehr Mitarbeiter aktuell. Das, glaube ich, sollte reichen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir den anderen noch erforschen. Und dann Stück für Stück aufs nächste zugehen. Grundsätzlich schaut unser Geld mittlerweile echt gut aus. Wir machen 800.000 pro Minute plus und geben 484.000 pro Minute wieder aus. Von dem sind 266.000 nur Ausgaben für Wissenschaftler. Also wenn ich keine Wissenschaftler hätte, würde ich gemütlich über 500.000 machen. Das hört sich doch nach einer schönen Zahl an. Forschungstechnisch müssen wir natürlich schauen. Was, wir lassen jetzt gerade noch mal ein paar forschen. Chad, du machst ein bisschen Training für dich selber. Zack. Forschung. Da müssen wir jetzt dann auch wieder rein, ne?
Genmodifikation. Hast du hier wieder was für mich freigeschaltet? Nee, ich habe doch alles erforscht. Warum blinken neue Knoten? Ein neuer Knoten. Wo? Ich kann die ja nicht erforschen. Dich kann ich aber erforschen. Das ist super. Ich kann Bernsteinmine Stufe 4 freischalten. Ich brauche nur ein paar Wissenschaftler dafür, damit die mir die Mine freischalten. Kostet mich 2,25 Millionen und dann hat sie das auch erledigt. Aber ich kann auch hier den Kollegen für 2,5 Millionen erforschen. Den Gigantosaurus. Ist natürlich super, wenn ich den schon erforschen kann. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur ein bisschen warten, damit das Ganze progressed und dann sollten wir Stück für Stück dahin kommen. Was denn? Kann ich auch? Stromtechnisch schauen wir hoffentlich noch ganz gut aus eigentlich, ne? Expedition abgeschlossen. Jetzt muss nur noch schnell die Forschung fertig werden. Und dann gehen wir doch gleich mal hier rein. Wie nur zwei? Ist alles? Mal. Wir schauen nochmal, ob wir einen Terry finden in den Minen. Ansonsten müssten wir vielleicht nochmal eine Mine erforschen. Kannst du doch nicht erzählen, dass es nur den einen Terry hier gibt. Ihr habt den bestimmt schon nochmal gesehen, ich sag's euch. Ich bin wieder nur zu blind, ihn zu finden. Ganz hier oben vielleicht. Schaut nicht so aus, ne? Also kann es gut sein, dass wir die letzte Bernsteinmine schnell erforschen müssen. Euch zwei dafür anheuer. Und eventuell... Oh, uns fehlt ein bisschen Wissenschaft. Oh, das ist frustrierend. So ein kleines Müh fehlt uns. Aber ich bin happy, dass die T-Rexe zufrieden sind. Problem, die brauchen so viel Wald, dass du von denen sowieso nie was siehst. Da läuft einer. Und da läuft der andere. Gut. Er ist Alpha aktuell. Das war eine gute Entscheidung, auch beide zu züchten. Vom Zentraldenken her sollte das ganz gut gewesen sein. Als nächstes bin ich jetzt beim Überlegen. Entweder wir machen hier eine Straße durch oder wir machen hier Gehege und die Straße außenrum, was ich eher favorisieren würde. Cool. So, hier eine Tür hin. Ich brauche hier ein Tor hin. Zum T-Rex habe ich schon ein Tor. Und hier hinten noch ein Tor. So, mache ich aber hier auch noch. Und dann komme ich mit einer Straße von hier. Schließe mich hier so an. Ich komme mit der Straße von hier und komme so ran. Auch wenn hier fast keiner geht, weil die alle schweinefaul sind und nicht zu Fuß spazieren wollen.
aber ein cooles System ist ja trotzdem was Feines. Außerdem werden wir hier nochmal als Sicherheitsding einen Bunker einbauen. Warum habt ihr den jetzt eingeschlafen lassen? Was ist denn euch schief? Müssen wir uns dann anschauen, wie wir das dann hier weiterführen. Wir müssten mit der Forschung auch da sein. Darf ich jetzt mittlerweile bitte den synthetisieren? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Ich hätte den jetzt gerne hier. Die restlichen zwei dürfen jetzt mal bitte kurz ausruhen gehen. Die anderen sind jetzt auf Mission. Was zu erforschen, was uns jetzt wieder Schweinekohle gekostet hat, aber wurscht. Wir schauen mal in die letzte Minentiefe. Da ist noch was vom Terry. Und was vom Tyrannosaurus. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und jetzt sollte man dann auch nachher gleich was von dem anderen Kollegen auch finden. Warum habe ich hier eine Straße gebaut, aber die nie weiter... Habe ich das Gebiet nie wirklich angeschlossen? What? What the fuck? Warum das denn? Rein theoretisch könnte man hier auch noch ein komplettes Gehege hinsetzen, ne? Genug Platz wäre. Warum werden hier dauernd Viecher betäubt? So, jetzt kann ich aber die hoffentlich zur Mine schicken, oder? Terrazzini, da ist Terrazzini. Ihr geht beide hin, damit es ein bisschen flotter geht. 6 Minuten dauert die Mission jetzt. Macht ihr da eine Dino-Corona-Party oder was habt ihr hier vor? Leute, das dürfen wir nicht. Forschung abgeschlossen. DNA-4 bei uns hin. Das ist jetzt der Gigantosaurus. Ja, da ist jemand verärgert. Du kriegst jetzt ein Wochenende frei. So nett bin ich. Ein Wochenende. Ein komplettes Wochenende. Wo ist denn hier das Titano-Zeug jetzt? Oder halt Giganto... Da, Gigantosaurus. Ist hier oben auch was frei geworden, was ich noch nicht hatte? Ich glaub's zwar nicht. Aber einfach mal schnell gucken. Da auch was, Gigantosaurus. Oder was? Giganoto. Okay. Jetzt haben wir halt leider noch die 2 Minuten 50, bis wir die nächsten Sachen machen können. Dann können wir wieder eingreifen und anfangen. Ich kann ja rein theoretisch wieder auch gestalten, oder? Fahrzeug gefährdet. What? Unser erster Galli ist gestorben. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Und wo war das Fahrzeug jetzt beschädigt? Lass mich raten. Der T-Rex wollte das Auto angreifen. Produkt wird transportiert. Wo transportiert er das jetzt eigentlich hin? Hey, guck mal, die machen das Ganze hier sogar selbstständig. Bringt er den dann auch zurück oder liegt er jetzt hier für die nächsten 2 Jahre? Oder habe ich den da außerdem mal hingeliefert? Hey, ich kann ihn aber...
unterwegs. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass ich den da mal hingeliefert habe. Und vergessen habe komplett. Also ich vermute das irgendwie sehr stark. Kann es sein, dass ich den vor 2-3 Folgen einfach komplett vergessen habe und liegen habe lassen? MVU geschickt. Produkt wurde zugestellt. Was ist denn jetzt schon wieder gestorben? Schon wieder ein Galli. Alter, Leute. Ich weiß, ich habe die relativ unerforscht gezüchtet, aber warum sterben denn die jetzt alle auf einmal? Frechheit. Vorteil ist, wir sammeln gerade relativ viel Kohle. Oh, schau mal, hier ist richtig viel Genom dabei. Das ist jetzt gut. Forscht das schnell. Währenddessen schicken wir das hier schon mal los und lassen einen Gigantosaurus ausgraben. Kostet uns so 400.000, Alter. Sammelt das tote Tier ein. Kann es denn... Ne, wir machen minus 2%. Okay, also... Es sinkt schon. Ja, Ankylos haben jetzt einen Kampf begonnen. Leute, ich habe gerade wahrscheinlich einen von euch beiden gerade erstmal freigelassen. Ihr müsst euch jetzt nicht nochmal verletzen, dass ich den nächsten schon wieder in die Therapie schicken muss. Natürlich. Flieh, du Narr! Jetzt wurde das Auto fast schon wieder vom T-Rex zusammengefressen. Ich glaub's kaum. So, ich kann jetzt gleich noch den Rest hier erforschen. Den 1%, den machen wir jetzt noch. Das kriegst du sogar als Aufgabe. 2 Minuten kannst du dir Zeit nehmen. Ja, dann haben wir 100% von dem Genom freigeschaltet. Bedeutet, wir können erst endlich den Terrazini uns hier reinholen, werden wir den Gigantosaurus auch schon uns freischalten. Jetzt kommen wir ins Rollen. Yes! Ich werde wahrscheinlich Gigantosaurus direkt neben T-Rex freilassen. Dass, wenn sie sich streiten, der Gignato einfach mal die T-Rex so schnell auffrisst. Haben wir null Probleme mit. Fossilienforschung abgeschlossen. Finde ich super. Dann gehen wir gleich in die Bärensteinmine. Da ist... Kann ich da nochmal reingehen? Lol. Hätte ich das die ganze Zeit machen können und ich habe es nie gemacht? Das wäre natürlich ziemlich dumm. Aber ich finde es sehr gut, dass wir gerade sehr viel Geld machen. Kann ich eigentlich herausfinden, ob sich die Kollegen... Mark. Ich würde gerne herausfinden, ob er sich mit denen versteht. Aber wenn ich jetzt hier den synthetisiere, ihn hier, kostet mich nur 1 Million. Ich würde ihn nicht gerne in die große Gruppe freilassen. Ich kann doch an dem bestimmt auch noch ein bisschen was modifizieren. Ah, ich lasse das Original. Aber wir können den Hunger einfach mal ein bisschen hochdrehen. Kleiner Hunger tut nie weh. Und ich hätte den gerne ein bisschen sozialer. Ein soziales Tier. Kostet halt ein bisschen mehr. Mag Aasfresser. Mag nicht alles.
Willst du mir sagen, ich kann das Viech sowieso nur mit sich selber reinlassen, weil es eine Aasfresse? Minimaler Bestand. Wissenschaftler zuweisen. Gut, für euch gibt es ein neues Gehege. Aber Leute, ich würde sagen, das bauen wir in der nächsten Folge. Das kommt dann hier unten hin, in dieses eine unsägliche Eck, wo wir bis jetzt noch nichts gebaut haben. Und der Gignatosaurus kommt dann danach hier rein. Und dann sollten wir, denke ich mal, offiziell diesen Kampagnenteil auch beendet haben. Also Leute, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.